So, yo, was geht ab, Lex am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich mal einen Special Guest am Start, der kann sich mal vorstellen. Ja, hey, na Spaß. Servus Leute, hier ist Freakies! Back und ich darf euch heute wieder mal auf dem Kanal von einem Blacktimer auf jeden Fall begrüßen. Servus! So, und heute mal eine neue Serie auf meinem Kanal. Da mache ich halt gegen andere YouTuber, gegen YouTube-Kollegen einfach so ein kleines Video, sag ich mal, so eine Challenge, sag ich mal. Und ich stelle jetzt KS 5 Fragen. KS, du hast 15 Sekunden Zeit, die zu beantworten. Und du darfst keine Frage, also wenn ich dir die stelle und du musst zum Beispiel ein paar Sachen aufzählen oder so, du darfst keine Frage oder beziehungsweise halt eine Sache falsch sagen, dann ist die Frage direkt für dich gelaufen. Okay. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Okay, und ja, du hast wie gesagt 15 Sekunden Zeit. Du musst mindestens 3 richtig beantworten von den 5 Fragen, damit du keine Challenge oder eine Bestrafung machen musst. Also zum Beispiel, du hast jetzt 2 Fragen nur beantwortet, dann kriegst du entweder eine Challenge oder eine Bestrafung, das musst du dir dann aussuchen, so. Und bei 4 cool. Fragen, wenn du 4 richtig beantwortest, bin ich halt der eine Challenge oder eine Bestrafung machen muss, das kannst du dir dann aussuchen. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir direkt zu der ersten Frage, und zwar, die erste Frage ist, wie viele Tore hat Klose in der Nationalmannschaft geschossen? 17. 17? Mhm. Falsch, Digga. Weißt du, wie viele? Wie viele? 71. Hast du gar nicht so verfolgt, die Weltmeisterschaft und so? Ich dachte jetzt in einer... Nee, wie behindert bin ich eigentlich, Digga? Nee, so komplett, weißt du? Nee, ich weiß komplett. Ich dachte in einer Saison. Ich habe jetzt nicht richtig zugehört, Leute. Nicht, dass ihr denkt, ich verfolge Deutschland nicht oder so. Leute, Deutschland! Spaß. Okay, also die zweite Frage lautet, zähle alle Perks aus Black Ops 2 in dem zweiten Perk-Slot auf. Oh mein Gott. Du hast 15 Sekunden, ne? Und? Digga, ich spiel kein Black Ops 2 mehr. Ich weiß es nicht. Ist da Fähigkeit und so drin? Digga. Ich weiß es nicht, Digga. Ohne Scheiß jetzt. Warte mal, in der zweiten Perk-Slot. Ja, ist schon lange vorbei, aber du kannst ja noch versuchen, das irgendwie rauszuholen. Ich weiß es nicht. Niemals nicht. Kein einziges? Leute, kein einziges. Weil ich weiß jetzt gerade nicht die Perk-Slots. Warte mal. Oben ist ja Leichtgewicht und so. Was ist in der Mitte? Ich weiß es nicht. In der Mitte sind die grünen, Digga. Der Zähigkeit ist da dabei. Ja, und welche noch? Zähigkeit fest verdrahtet. Ja. Ich schwöre, ich weiß sonst keine mehr. Ich hab nur Zähigkeit gespielt immer. Was okay. Gibt's da noch? Plünderer. Oh mein Gott. Fuck. Ich schwöre, ich habe extra das zweite genommen, weil das Schwierigste ist. Ja, du Missgeburt, Alter. Okay, jetzt musst du jede Frage beantworten, Digga. Ich glaube, also die Fragen sind eigentlich übel einfach so, ne? Du kannst es schon schaffen. Mhm. Okay, dritte Frage. Ich habe mich mit der ersten sowieso schon vor ganz YouTube blamiert. Okay, let's go. Okay, die dritte Frage lautet, wie starb Paul Walker aus dem Film Fast and Furious? Autounfall. Richtig, Digga. Okay, eine Frage hast du schon mal geschafft. 2 kommen. Oha, Digga, oha. Digga. Wenigstens eine Frage. Ja, richtig gechillt. Okay, die dritte Frage lautet, pass auf jetzt, zähle alle Shotguns aus Call of Duty Advanced Warfare auf. Vorbei? Bulldog, gibt's die Bulldog? Ja. Advanced Warfare. Ja, Digga, die haben ja Zahlen und so und Scheiß und so komische... Ja, guck, du sagst jetzt einfach nur den Anfangsbuchstaben von den dreien. R? Bulldog und dann kommen noch 2. Dann kommt R, RS irgendwas? Nee. Ich hab keinen Plan, Digga, komm, das kann keiner. Kein Mensch da draußen würde das jetzt können. Weil ich glaube, ich hab noch nie ein Gameplay gesehen mit Shotguns. Ja, das stimmt, Mann. Holy shit. Ich hätte nicht mal... Okay, aus Black Ops 2 hätte ich's vielleicht gewusst. Ja? Hm. Hau mal raus. Remington M1216, S12. Ja. Was gibt's noch? Und Katzbe und KSG. Ja, stimmt, ja. Oha, Leute. Oha! Oha! Digga. Der Pro ohne Scheiß, Digga. Der Pro. Er kennt die Shotguns auch, die Perks nicht. Oh, Mann. Kess. Okay. Aber die fünfte Frage stelle ich dir auf jeden Fall noch, weil es ist aus deiner Lieblingsserie von früher, sei mal aus Prison Break. Also, ich denke schon, dass du das beantworten kannst. Und zwar lautet die Frage: Wie heißt der Schauspieler Lincoln Burrows aus Prison Break? In Real Life, ne?
Oh. Digga, ich hab das mal gewusst. Oh mein Gott! Digga! Leute, ich hab das mal gewusst! Es liegt mir auf der Zunge. Okay, ich geb dir den Anfangsbuchstaben, okay? Mhm. Er fängt mit D an. Ich komm nicht drauf. Okay, er heißt Dominik Bagzell oder so. Oh mein Gott. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Oh mein Gott. Okay, KS, Digga. Ich fahr zu richtig dass wir eine, so einen behinderten, Teilnehmer haben heute, aber. Ach, KS, Digga. Ja. Okay. Leider waren die Fragen heute zu kompliziert für den behinderten Menschen. Komm, die erste und die letzte, eigentlich hättest du drei locker schaffen können. Ist echt so. Ja, die erste war schon heftig, recht heftiger Fail. Ja, ich denke mir so in der Saison oder in einer das höchste, aber ich habe einfach die Frage falsch verstanden, Leute. Sorry nochmal an jeden da draußen. Ich dachte vielleicht, weil 71 und 17, vielleicht hast du die Zahl verdreht, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, aber. 71 ist auf jeden Fall. Ja. Besser, ja. Okay, pass auf, jetzt gehen wir entweder zur Challenge oder zu der Bestrafung. Kommt drauf an, ob du krass bist oder kneifst. Okay. So heißt noch ungefähr die Serie, Leute. Falls ihr noch einen anderen Vorschlag habt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Okay, also was für eine Challenge gibt's? Die Challenge lautet für dich, entweder du machst 100 Liegestütze, du hast zwei Chancen, also kannst zum Beispiel 50 auf einmal machen, dann nochmal die 50, du musst auf jeden Fall die 100 packen, hast aber nur eine, sag ich mal, Pause dazwischen, ne? Weißt du, wie ich meine? Ich mach die straight durch, Digga. Oder halt die Bestrafung, du musst jetzt entscheiden, krass oder kneifen. Ich bin krass. Bist du krass, Digga? Ich mach 100 Liegestütze auf trocken. Krass, free! Okay, dann sehen wir uns. 40er Bizeps, Digga. Jungs. Okay. So, Leute, ich begrüße euch jetzt hier zur Challenge. Natürlich bin ich krass, ja, und ich mache die Liegestütze, die 100 Stück. Heult nicht rum, wenn sie nicht perfekt sind. Nobody's perfect, ja. Immer ganz gechillt bleiben. 100 Stück auf trocken. Ich bin nicht mal warm oder so. So, let's go. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. 30, 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 30